gestorben gerade. Nein, in letzter Zeit mache ich nicht allzu viele Saltos. Aber für euch schon. Okay. So, Jungs und Mädels. Worum es sich jetzt in diesem Video dreht, ist das Rondart. Kann beim Breaken, beim Tanzen überall vielseitig eingesetzt werden. Für Sprünge. Man kann auch Stilelemente draus machen. Hauptsache, man versteht das Rondart erstmal. Und wie man das schnell versteht, das möchte ich euch in diesem Video beibringen, zeigen. Okay, wichtig ist Grundlage 1. Ihr könnt ein Rad. Wer das Rad nicht kann, schaut euch das andere Video an, was ich noch fertig gemacht habe. Grundlagen für das Rad oder Rad ganz einfach für Anfänger. Oder guckt euch andere YouTube-Tutorials an, ein Rad zu lernen. Es geht ja relativ einfach. Rad muss beherrscht werden. Punkt 2, Voraussetzung, eigentlich auch ein Handstand. Er muss nicht perfekt sein, aber man sollte mindestens es schaffen, die Beine zu schließen im Handstand. Ganz wichtig, sonst wird das Rondart nicht funktionieren. Denn essentiell, ganz wichtig für das Rondart ist, dass man die Beine schließen kann. Zumindest zu 99%. Okay, fangen wir an. Könnt ihr das Rad und einen Handstand, solltet ihr als allererstes mal seitlich in den Handstand gehen können. Also durch das Rad. Ich mach's mal von der Seite. Schönes Rad ist jetzt hierfür wichtig. Kein Kinderrad mehr, kein kleines Krumm und Schief, sondern schönes Rad seitlich in den Handstand. Übt das. Ihr seht, ich kann das. Ich habe das in meiner Kindheit, in meiner Jugend genauso geübt. Tausende von Malen habe ich das gemacht. Deswegen kann ich das. So, Punkt 2. Ihr lernt, die Hüfte abzuklappen. Ihr könnt das auch erstmal nach vorne machen. Also wir gehen in das seitliche Rad, in seitlichen Handstand und klappen hier die Hüfte ab. Was wir als nächstes machen wollen, wir klappen nicht die Hüfte nach vorne ab, also lassen uns einfach fallen, sondern drehen die Hüfte ein wenig und klappen zur Seite ab. Heißt, wir wollen immer weiter in ein und dieselbe Richtung. Dahin sollen dann die Füße. Ich mache es mal vor, dann sage ich, worauf es ankommt. Also wieder diesen schönen Seitenhandstand. Und wir schwingen weiter oben rüber. Die Hüfte, die Füße gehen auf die andere Seite. Wenn ich mein Rad, mein Rondart, die Richtung anfange, schaue ich am Anfang da lang. Wenn ich aufhöre, wenn ich fertig bin, muss ich in die andere Richtung schauen. Das ist der Sinn an einem Rondart. Eine halbe Drehung. Das ist ein Schwungelement, das brauche ich, um Flickflacks zu machen, Saltos, andere Elemente wie Rolle. Also man holt damit viel, viel Schwung und hat einen Richtungswechsel. So, ich mache das Ganze jetzt einmal ein bisschen schneller und dann erkläre ich nochmal, worauf es beim schnellen Rondart ankommt. Ich mache es erstmal. Heißt, ich gehe zurück nochmal. So, ich hoffe, ihr habt es auch gerade auf Video gesehen. Ich habe nach dem Rondart noch einen kleinen Sprung gemacht, einen Strecksprung. Übt das am besten auch immer mit Strecksprung. Nicht einfach versacken im Boden und stehen bleiben, sondern gleich nach dem Rondart nochmal abspringen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Weil im Idealfall wollen wir danach was anderes ranmachen, Flickflack oder ein Salto. Nicht einfach im Boden versinkend nach diesem Rondart. Das sieht nämlich immer ein bisschen doof aus. Okay. Jetzt ein paar kleine Tipps und Tricks, wie man seinen Rondart verbessern kann, wenn man das Rad in den Handstand kann. Und das Drehen der Hüfte abklappen. Rad in den Handstand, Hüfte drehen, abklappen, ist basic. Die Grundlage dafür. Tipp für den Anlauf oder den Anhupf. Man kann das natürlich auch aus dem Stehen machen, aber wenn man einen Anlauf oder einen Anhupf hat, so nennen wir das, einen Anhüpfer, Anhupf, ist es leichter. Ihr könntet dafür einen Hopserlauf nehmen, das ist wirklich anfängermäßig. Ein Hopserlauf ist Hopserlauf, Fuß vorne aufsetzen, gerne mit Armschwung, Hopserlauf, Fuß aufsetzen, Arme sind oben, Hopserlauf, aufsetzen, Arme sind oben,
Was ich aber besser finde, ist ein Nachstellhüpfer. Sollte eigentlich auch jeder kennen. Bein vorne lang, aufstellen, der andere Fuß zieht ran, setzt auf, ich mache vorne wieder den Fuß lang. Schritt, ran, Schritt. So. Schritt, ran, Schritt, da kommt das Rondat. Gehen wir weiter hinter. Einmal, wie wir es beim Turnen gelernt haben, Arme hochschwung. Heiß. Schritt, ran, da geht's rein. Andere Variante, schwinge nach vorne, setz mein zweites Bein auf und das Schwungbein bleibt vorne. Heißt, ich schwinge links vor, lande auf rechts, links ist vorn. Es geht auch rechts. Rechts vorschwingen, auf links landen, hier kann ich rein. So, übt den Anhupf oder macht es mit einem Hopserlauf. Tipp 2, setzt die Hände relativ gleichzeitig auf, nicht nacheinander, weil dann kommt zu viel Druck auf den ersten Arm, könnte sein, dass er dann wegknickt. Beide Hände versuchen, möglichst gleichzeitig aufzusetzen und nebeneinander stellen, beziehungsweise sogar leicht über Kreuz, aber dazu kommen wir gleich. Heißt, beide Hände gleichzeitig. Keinen großen Abstand und ganz wichtig, weit weg die Hände. Das wollte ich sagen. Ne? Nicht hier zu nah an den Fuß, dann wird das Ganze schief, sondern mindestens eine halbe Schrittlänge weg, wenn nicht sogar eine ganze Schrittlänge. Je nachdem, was für euch eine Schrittlänge ist. Ist das eine Schrittlänge? Kommen bei mir die Hände, ja, sind 80 cm. Auch dahin. 80 cm will ich dann genauso haben. Also, weit weg die Hände setzen. Versuchen gleichzeitig aufzusetzen. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt einer der schwersten, also am schwersten umzusetzenden Tipps. Setzt mal die Hände, wenn es geht, nicht mehr parallel. Wie zum Beispiel hier ist, habe ich eine Linie. Kann ich die Hände auf die Linie setzen? Nein. Ich setze meine Hände leicht über Kreuz. Also ich komme mit dem linken Bein, ich bin links, ein Linksgrat-Typ. Setze meine linke Hand vielleicht noch auf die Linie, aber die rechte geht über die Linie rüber. Leicht über Kreuz. Das hat den Vorteil, dass man nicht mehr so viel mit der Hüfte drehen muss, weil bevor man oben die Beine im Handstand durchzieht, ist die Hüfte schon gedreht. Das heißt, die Hüfte dreht schon ganz früh und nicht spät. Ich versuche es mal auf der Linie zu machen. Gehe ich noch ein paar Meter nach hinten. Da bin ich. Anhub. So, wenn man jetzt Zeitlupe gucken könnte, guckt es euch nochmal an. Eine Hand war vor der Linie, die andere über die Linie rüber. So, und nach dem Rondat immer einen kleinen Sprung nach oben. Bei mir sitzt das irgendwie so drin. Ich kann das auch eigentlich nicht wirklich anders. Immer einen kleinen Sprung danach machen, weil danach ist alles möglich. Wenn ihr das so halbwegs geschafft habt, macht danach wirklich einen kleinen Sprung und versucht mal eine halbe Drehung zu machen oder eine ganze Drehung. Dann geht das rein in den Kopf, dann, dass das danach noch mehr passieren muss. Also Rondat plus halbe Drehung. Rondat plus halbe Drehung. Ich hoffe, die war jetzt wieder im Bild. Das sieht man schlecht. Okay. Ja, so viel zu den wichtigsten Tipps. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Ach ja, eine Sache noch. Die Beine schließen so früh wie möglich. Eigentlich noch bevor ihr im Handstand seid, übt auch das, dass die Beine wirklich zusammengehen. Hier schon. Weil dann könnt ihr gleich am Anfang mitmachen, hier die Beine schließen und oben rüber jagen, rüber ziehen. Das könnt ihr auch langsam machen. Das kann man alles in Zeitlupe üben.
diesen seitlichen Handstand, aber die Beine sollen schließen, bevor ihr am Handstand seid. Spätestens, wenn ihr am Handstand seid, danach ist zu spät. Also, wenn ich mein Rad darüber mache, sollen meine Beine, sind ja hier offen, hier schließen, weil dann kann ich drehen die Hüfte und abklappen. Wenn ich jetzt hier so ankomme, meine Beine schließen hier erst, kann ich meine Hüfte nicht mehr drehen und abklappen. Die Zeit reicht nicht aus. Ich hoffe, ihr habt das alles halbwegs gut verstanden. Übt fleißig, rondert. Gerne auch einen schönen Strecksprung nach, Strecksprung halbe Drehung, Strecksprung halbe Drehung mit Rolle. Danach, Rolle vorwärts, wäre schon das nächste. Könnt ihr super in Parks machen. Mache ich auch gerne draußen auf einer großen Wiese, im Garten, wenn ihr einen habt. Ja, und dann sehen wir uns alle bald wieder und könnten vielleicht sogar mal irgendwann rausgehen und ein Salto oder ein Flickflack üben, wenn ihr das halbwegs gut könnt. Der Sommer ist ja noch lang. Und vielleicht nach den Sommerferien dann draußen mal Rondat Flickflack oder Rondat Salto üben. Das war's von mir. Fleißig üben. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.